Willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, ich habe mir gerade mal die ganzen Skillpunkte angeguckt. Es gibt ja ein paar Sachen, die sind eher so prozentualer Scheiß. Und zwar einmal hier der Kampf. Da gibt es prozentuale Sachen. Also ich glaube, alles ist so prozentual. Außer hier die allgemeinen, wo ich jetzt schon einen Skillpunkt genommen habe. Und zwar den Gourmet. Guckt euch das einfach mal an. Das ist so krass. 20 Minuten lang. Das ist eine ganze Folge lang, heilen wir uns durchgängig. Es ist OP. Also ich hätte das ehrlich gesagt ab Stufe 20 so erwartet. Oder Stufe 30. Obwohl Stufe 30 schon das Ende, glaube ich. Aber jetzt schon gleich zu Anfang mit dem ersten Level. Ich bin froh, dass ich mir nicht gleich hier gesagt habe, ach komm, schnelle Angriffe, 5% mehr Schaden. Klingt ganz geil, nehme ich mal. Nee, das hier ist echt gut für unsere Schwierigkeit. Dann gibt es hier noch das hier. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Das ist auch super. Und dann noch Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte. Mann, nicht Punkte pro Sekunde. Wenn man sich nicht in einem Kampf befindet. Das heißt, einfach mal ein bisschen warten und schon. Ja. Also. Wenn wir die drei Skills haben, dann kann uns nichts mehr aufhalten, außer wir sterben halt dazwischen mal, aber gut, ich speichere ab jeder Folge jetzt mal. Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall unser Schwert jetzt nicht schmieden, sondern reparieren, genau. Eigentlich könnte ich ja Plötze rufen, mache ich jetzt auch mal. Von wo kommt der? Von da hinten. Plötze, ich habe ja einen neuen Sattel für den, kann ich ihn eigentlich irgendwie ausrüsten? Geht das? Kann ich das machen? Plötze, da ist er. So, was kann er denn? 20 mehr Ausdauer. Ja, das ist doch gut. Auch wenn wir genug Ausdauer bisher noch haben. Oh, man sieht ihn sogar, den neuen Sattel. Ja, es gibt auch sogar sowas wie, dass man dann Köpfe von Gegnern dranhängen kann an seinen Sattel. So als Trophäen quasi. Ist ganz cool gemacht. Aber so weit werden wir, glaube ich, noch nicht kommen. Wir können auch eigentlich gleich durchreiten. Jetzt, wo wir eh den neuen Sattel haben und schon auf dem Pferd sitzen, wer braucht schon schnell reisen? Bisschen so durch die Gegend galoppieren ist ja auch mal was anderes, als die ganze Zeit nur Ladebildschirme von 2 Sekunden zu sehen. Außerdem müssen wir eh hier hin. So, jetzt. Nein, 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 nicht springen. Absteigen. Dankeschön. Denn hier muss ja irgendwo diese Alchemistin sein, diese Kräutertante. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Was? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Der kann mir etwas anfertigen. Der kann mir doch nicht etwa. Wo ist mein. Nee, der kann. Nee, kann er nicht. Scheiße, der kann mir leider kein Schwert herstellen. Das ist ja doof. Aber der hat hier neue Sattel zum Beispiel. Wieder 20 Ausdauer und 30 Kapazität der Satteltaschen. Also ich kann mein Pferd auch beladen mit Zeugs. Und hier sind ganz viele unterschiedliche Schemen. Schatzjäger-Gambeson. Aha. Fährtenleser-Handschuhe, Kavalleriehose. Alles klar, alles so eine Rüstungssachen. Benötigt Stufe 9, benötigt Stufe 24? Was ist das denn? Schiathalsrüstung. Das ist aber auch schon ganz schön krass. Verbrennresistent 100%. Dann kann uns kein Feuerschaden mehr was an, Alter. Und das schon zu Anfang? Was ist denn das hier für eine Jacke? Stufe 3 ist aber besser. Wir könnten die quasi kaufen, was ich natürlich jetzt nicht tun werde. Und könnten den Trank trinken, dass die ganzen Rüstungen um 2 Stufen verringert werden. Dann könnten wir das schon tragen. Eigentlich ist das sogar besser, aber. Na, ich weiß nicht. Das ist. Geldrausschmeißerei vielleicht. Erstmal gucken, wie viel wir verkaufen können. Wenn wir die 300, die der hat, wegkriegen können, dann hole ich mir die Rüstung auf jeden Fall. So, aber was verkaufen wir bei ihm? Bei ihm gibt es nicht so viel zu verkaufen, irgendwie. Eigentlich gar nichts, außer die Schwerter hier.
Verkaufen wir die einfach mal. Die 300 kriegen wir nicht weg. Wir müssen mal bei anderen Händlern vorbeigucken. Ach, der hätte uns auch Sachen zerlegen können. Ah, hier die ganzen Sachen kann er uns zerlegen. Dafür kriegen wir Leder und sowas. Moment. Oh. Zerlegen kostet ja auch Geld. Ach, das ist ja doof. Nee, das ist mir zu blöd. Ich repariere erstmal. Mein geiles Schwert. 100? Nee, 51 nur, gut. Wollte gerade sagen, 100 wäre ein bisschen viel. Ja, der Rest ist eigentlich noch ganz gut. Leb wohl. So, und wir heilen uns natürlich immer noch, auch wenn wir es nicht brauchen, aber wir tun es einfach mal. So, wo ist jetzt die Alte? Ist die hier drinne? Nee, ne? Oh, was ist denn da? Ach so. Ich dachte, erst da wäre irgendein Brief oder so. Die Frau muss doch hier in diesem Dorf sein. Sonst würde doch dieser komische Typ die gar nicht kennen. So rein logisch gesehen. Kann natürlich auch sein, dass die ganz woanders lebt, aber ich glaube nicht. Komm, rüber. Ah, Fallschaden ist nicht so gut. Abgeschlossen, verschlossen. Die ist verschlossen. Okay, die ist tatsächlich verschlossen. Gut. Ich weiß auf jeden Fall noch von damals, dass die hier irgendwo war. Was ist das? Achso, ist auch abgeschlossen. Das hier war ja der Typ, der die Quest hatte, genau. Oh, die sind ja weg. Wo sind denn die hin? Hä? Sind die einfach abgehauen? Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen? Können wir diese Eichenmüsse vielleicht noch gar nicht finden? Oder ist die hier drin? Hier drin war ich auch noch gar nicht, glaube ich. In diesem großen Haus hier. Geht's hier auch irgendwo rein? Ja, hier. Aber es sieht so aus, als wenn ich hier doch schon mal war. Ah. Oh, eine Wasserflasche. Ja, ja, schade. Oh, nochmal so ein Futter. Das sieht mir aber hier verdammt nach irgendwelchen Zaubereien aus. Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen? Vielleicht steht da was in den Quests drin, die ich abgeschlossen habe. Abgeschlossen. Nee. Da. Ba. Nee, da steht auch nichts drauf. Dran. Schade. Ja gut, dann lassen wir es erstmal. Dann wird es hier nichts geben. Oder kann man sich in der Taverne... Nee, ich glaube nicht. Da ist noch ein Haus. Da waren wir ja. Waren wir auch in dem Haus hier drin? Ich weiß es nicht. Jedes Haus, in jedem Haus könnt ihr die leben. Oh,
Ich glaube, wir waren schon mal in jedem Haus hier in der Nähe. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal drin. Schon tun die Gelenke weh. Ja, doch, hier kann man einfach so rein. Ja, doch, hier waren wir drin. Okay. Hier vielleicht? Jetzt wo... Das könnte sein. Okay, zwei Häuser gucken wir uns auch an und danach lassen es. Dann gebe ich diese Alchemistensuche auf. Weil dann glaube ich, ist sie irgendwo anders, in irgendeiner anderen Stadt oder so. Dass es jetzt 20 Minuten lang anhält, ist echt ein bisschen OP. Aber gut, wenn man es halt zu Anfang sofort macht, dann hat man es halt entdeckt. Wenn man es nicht macht, ist es selber schuld. Ich habe mich ein Glück ein bisschen genauer umgeschaut, auch wenn ich jetzt nicht mit... Oh, da waren Sachen. Die fünfte Essenz, okay. Klingt ja sehr episch. Also das Haus hier sieht schon mehr aus nach Kräuter. Ja, doch, das könnte es sein, oder? Vielleicht ist es ja hier. Wie komme ich da rein? Ich glaube von der anderen Seite, da ist nämlich ein Steg. Sehe ich gerade. Ja, hier können wir rein, glaube ich. Hier ist nur ein Bauer. Und rein können wir nicht mal. Das ist jetzt schade. Ich dachte, ich... Oder kann ich das kaputt dingsen? Nö, geht nicht. Okay. So, dann der letzte Halt hier nochmal. Und danach kümmern wir uns um diese Vipern-Ausrüstung. Und wenn wir das gemacht haben, haben wir dann, glaube ich, mal die Hauptstory weiter. Ich frage mich, ob Quests auch einfach so auf dem Weg liegen können, aber ich denke mal, ja. Oh, der hat einen richtigen Namen. Der hier hat einen richtigen Namen, aber ich kann nicht mit ihm reden. Das ist doch doof. Warum macht man sowas? Hier war ich ja auch schon drin, aber ich dachte, dass jetzt die Frau hier ist. Nö, hat der auch einen richtigen Namen? Ja, Bastien. Ich wette, irgendwas ist mit denen noch, aber... Ah, warte, da ist noch eine Person gewesen. Auch ein richtiger Name. Hä? Komisch, die Bauern kann ich anquatschen, da passiert nichts. Aber dir kann ich ja nicht mal irgendwie bequatschen. Na gut, okay. Also wir müssen da nach oben für die Vipern-Dingens. Und wir haben immer noch keine Bomben, um diese Monsternester kaputt zu machen. Vielleicht kann ich mir auch... Mein Hund wieder. Vielleicht kann ich mir auch irgendwelche machen. Bomben. Tanzender Stern. Das hier sieht sehr leicht aus. Blendet Gegner. Oh, zerstört Monsternester. Das auch und das auch. Okay. Gut, das hier ist leicht. Da müssen wir nur Schöllkraut sammeln. Und Salpeter. Ja gut, es macht für eine Bombe sehr viel Sinn. Salpeter und Schöllkraut. So. Schöllkraut ist gelb. Schöllkraut gibt es hier überall. Warum ich davon ausgerechnet keins mehr habe, weiß ich nicht mehr. Vielleicht für dieses Geisteröl. Das hier müsste Schöllkraut sein. Ja, tatsächlich. Gibt es auch einen Skill, wo ich mehr Reagenzien bekomme, wenn ich jetzt hier irgendwie was mache? Vielleicht unter Alchemie. Erhöhte Toleranz. Nö. Vergiftete Klingen. Nö. Ruhige Hand. Nö. Okay, mein Hund ist genau hier vor der Tür. Und muss einen auf wichtig machen. Keiner, was der schon wieder hat. Ne, es ist Vergiftung. Hä? Gibt's sowas echt nicht? Ja gut, an sich jetzt auch nicht schlimm. Dann sammelt man halt ein bisschen mehr.
Da hinten ist, glaube ich, wieder Schöllkraut. Nee, das ist weiß. Fuck. Schöllkraut ist eher so im Wald und nicht hier so auf dem Feld. Bin ich der Meinung. Ich will dieses Monsternest endlich kaputt haben. Ist das hier Schöllkraut? Nee, das sind Pusteblumen. Ach, Mensch, ey. Umso besser. Greifen fliegen nicht, wenn's regnet. Ich glaube, wir sollten in eine Art Wald gehen. Ansonsten bringt das hier nicht sehr viel. Gut. Dann mache ich mir jetzt einen Marker in irgendeinen Wald. Hier ist zum Beispiel ganz gut da. Ja, wir gehen ja auch immer in Richtung nahe der Wiepern-Dings. Ich glaube, dann gehe ich so in die Richtung hin. Dann mache ich mir hier mal einen Marker hin. Dann nehme ich das gleich mit. Dann sammeln wir unterwegs mal Schöllkraut. Salpeter muss man wahrscheinlich kaufen. Das wird es nicht so zu finden geben. Wäre auch ein bisschen seltsam. Wenn man unterwegs auf seinem Weg einfach mal ja, so Salpeter findet. Was ist das? Hund-Petersilie. Ne, da hinten sind nur weiße Dinger. Ich will aber die gelben haben. Mann, ich drücke mal die falsche Taste zum Rennen. Für mich ist Rennen nicht X, für mich ist Kreisrennen. Also mehr Rennen als X. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Was ist das hier? Gar nichts. Okay. Gar nichts ist schön. Ich bin der Meinung, dass es sogar mehr als 20 Minuten hält. Denn jetzt, wenn wir schon 16 Minuten Aufnahmezeit um haben, oder 17 Minuten besser gesagt, dann hält das doch länger als 20 Minuten an. Das ist krass. Was ist denn hier überhaupt? Oh, hier ist eine Truhe. Lass da Salpeter drin sein. Nee. Oh, neue Handschuhe. Tatsächlich sogar zweimal Salpeter. Das ist genau die Menge, die wir brauchen. Au. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Das war eine Dose, die aufgemacht wurde. Oh, Wasserflaschen. Wieder mal richtig viel zum Sammeln hier. Pechdraht. Harz. Schnur. Schnur brauchen wir sogar. So, wir haben jetzt hier neue Sachen bekommen. Neue Rüstung. Oh, die macht viel mehr Schaden. Ist eine Sekundärwaffe. Ja, wow. Aber was ist denn das jetzt? Ein Stahl oder Silber? Da steht einfach nur Sekundär. Sind die jetzt besser? Drei Rüstung und... Drei Rüstung, aber hat Zerschmettern und Aufschlitzenresistenz plus 2%. Also besser. Auch wenn die schon ein bisschen beschädigter sind, aber 77% gehen noch. Hm. Hackeball kann ich eh nicht tragen. Das war meine Frau. Ja. Diesmal war nicht ich schuld, das war jetzt meine Frau. Sie kann auch einen auf, was knistert denn hier mal so? Ist das die Mühle? So, jetzt brauchen wir nur zweimal Schöllkraut, verdammte Scheiße. Lass mich durch hier. Das kann doch nicht so schwer... Das kann nicht so schwer sein hier jetzt. Weißt du, sonst sieht man die überall, diese blöden Kräuter. Und jetzt finde ich hier gar keins. Das ist doch echt immer dasselbe hier bei so welchen Rollenspielen. Und da hinten sind sogar schon die Wiepernhandschuhe. Gut, ich... Ja, ich habe eigentlich da an der Brücke mein Dings gesetzt. Aber vielleicht ist hier auf dem Feld einfach mal irgendwas. Ich hoffe mal kein weiteres Monsternest, weil dann musste ich nochmal zweimal Salpeter finden. Es sei denn, Salpeter... Quatsch, nicht Salpeter, sondern die Bomben, die... sind mehrfach dann ausgerüstet und nicht nur einmal. Ich finde echt kein Schöllkraut. Was sind das jetzt hier? Versteckter Schatz. Und da sind drei Gegner. Und ich weiß nicht mal was.
Das sind ein paar mehr Gegner. Und ich weiß nicht mal was. Was seid ihr, die Menschen? Ich glaube ja, wenn es ein Schatz ist. Oh ne, es sind Wölfe. Ach du heilige Kacke. Nein, 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 nein. Mit denen lege ich mich nicht an. Oh Kacke, der eine kommt auf mich zu. Zeit zu sterben. Regeneriere dich, jawohl. Zack, zack. Scheiße. Oh. Greif immer zweimal an, habe ich gemerkt. Und ich bin wieder voll. Ja. Das gefällt mir, dieser Skill. Zwar ein bisschen stark, aber gut für uns. So muss ich wenigstens nicht auf... Leute, hier sind ja Pferde. Überall. Kann ich die töten? Geht das? Die Wölfe jagen die sogar. Ne, das sind normale Hunde. Glaube ich sogar. Wie lange soll ich noch haben? Wachhund. Solange die böse sind. Leid tun sie mir auch irgendwo, aber... Kann ich die Pferde töten? Nee, ich kann aber... Leute, ich kann auf den aufsitzen, okay. Aber ich habe doch mein Pferd. Warum soll ich denn auf den sitzen? Macht doch gar keinen Sinn. Ist doch scheiße. Oh Gott, das ist doch so viel mehr, ey. Oh nein. Oh nö. Das sind doch viel zu viele. Oh, ich überziehe voll krass. Ja, bis zur nächsten Folge von The Witcher 3. Tschüss.